Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Factorio. Ja, letztes Mal haben wir auf die grünen Tränke gewartet, die dann produziert werden sollen. Da waren ganz viele unterwegs, aber jetzt sehe ich gar keinen einzigen mehr. Wo sind die denn jetzt geblieben? Es fehlt an Robotern. Wer macht Roboter? Keiner wahrscheinlich, ne? Nee. Ist hier oben einer, der Roboter macht? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Da werden rote Tränke gemacht, da wird Kupfer gemacht. Da werden Zahnräder gemacht. Und wer macht Roboter? Keiner. Kann er Roboter machen? Oder nicht? Kann er? Ne, der ist der gleiche wie der. Der könnte Roboter machen. Aber der macht jetzt Mauerteile. Kann der Mauerteile machen? Ja, der kann Mauerteile machen. Dann soll der da Mauerteile machen. Und der macht keine Mauerteile, sondern der macht Roboter. Ne, da war's. Gut, läuft. Stahlplatten fehlen und ne, Stahlplatten kommen auch. Elektroteile fehlen. Die waren hier oben. Dafür fehlen wieder Stahlplatten. An beiden Standorten. Ist hier oben. Mitgemacht. Aber der nimmt nicht runter, oder was? Ach, der nimmt da Kohle, ne? Und der nimmt da das, alles klar. Und deswegen geht das nicht. Egal, die paar Dinger, da können wir auch gerade lassen. Da fehlt es an Roboter. Und da fehlt es an Elektroteilen. Und der produziert allerdings. Gut, dann passt es ja noch. Läuft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hinkriegen. Dass es mal rund läuft, ne? Achso, wir müssen auch gucken. Oh, ich sehe gerade, wir haben Roboter irgendwann mal eingesammelt. Das heißt, die können wir auch gerade da hinlegen, ja? Wo sind sie denn jetzt? Ach, die sind nicht da, die sind hier. Na. Dann muss ich sie erst da reinlegen, um dass ich sie dann da reintun kann. So, jetzt läuft's. Dann gibt's grüne Tränke, ne? Fließbänder haben wir auch. Können wir auch noch reinpacken. Alles gut. Gut, okay. Das haben wir angestoßen. Läuft auch hier. Wir wollten eine Eisenbahn bauen, ne? Und was brauchen wir denn dafür noch? Stahlträger brauchen wir. Müssen wir gucken, wo wir Stahlträger haben. Da sind keine drin, das ist schlecht. Das würde bedeuten, wir müssen irgendwo Stahlplatten einlegen. Und dann werden daraus Stahlträger gemacht, ne? Gut. Ist nur die Frage, wer sie wegnimmt. Ich hoffe, keiner. Okay, die werden da gemacht. Möchte ich jetzt aber nicht gerade. Lassen wir das sein. Und dann müssen die Stahlträger durchlaufen. Ich sehe jetzt gerade keinen. Und kein Stahlträger da. Hier wird auch gar keiner rausgenommen, sehe ich gerade, weil dann gar kein Platz dafür ist. Machen wir gerade einen da rein. Dass wir wenigstens einen da liegen haben, damit wir auch den Platz dafür haben, dass er so reinpackt. Und dann ist noch die Frage, ob er sie überhaupt reinpackt. So sieht es nämlich aus, er packt sie gar nicht da rein. Jetzt ist die Frage, wo die Stahlträger zu finden sind. Da. So, der packt sie auch rüber. War aber noch keiner da. Der produziert Tränke, der macht was anderes. Was macht er hier?
Hat man hier nicht irgendeinen ausgewählt, der Stahlträger macht? Da ist was drin, aber es passiert nichts. One Harpatz und einen zweiten Stahlplatte oder was? Ich habe keine Stahlplatte. Hier will hier drinnen? Nein. Hier sind aber schon wieder drei Motoren drin, die wir vielleicht gar nicht brauchen, ne? Stahlplatte? Nee. Ja, Forschung läuft. Hochtouren. Ich sehe jetzt überhaupt keine Stahlträger. Ja, wir müssen gucken, dass wir Rohstoff Eisen kriegen, ne? Das ist das Problem. Hier war nichts mehr, ne? Nur noch eine Stelle. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da oben hinkommen. Warte mal, fahren wir mit dem Auto hin. Wo steht das Auto? Da. Können wir das einsteigen mit Enter? Ja. Oh, falsch rum. Na, das hat ja gut geklappt. Okay, fahren wir Eisen holen, ne? Oh. Sieht ganz gut aus hier, oder? So, hier sind die Bänder voll, wie man sieht, ne? Aussteigen. Und abholen. F. Tacken noch vorgehen. So, haben wir, kriegen wir, holen wir. Gut. Auch interessant, ne? Band ist voll, aber so, die laufen auch wieder alle. Läuft auch schon wieder voll, ne? Gut. Ich glaube, das reicht aber auch erstmal. Enter. Einfach rückwärts fahren. Also man muss gedrückt halten, damit er fährt. Oh. Passiert schon mal, ne? Dass man da irgendwo vorfährt. So. So, packen wir alles drauf. Haben wir ja ordentlich eingepackt. Stahlkiste ist groß, ne? So, lass mal gut sein, auch wenn wir jetzt ein bisschen Kupfer drauf getan haben. Er packt es auf jeden Fall drauf. Und die Öfen laufen wieder. Hier unten ist nämlich nur noch Kupfer zu sehen im Großen und Ganzen. Stahlplatten sind da oben jetzt wieder zugange. Hier fehlen Elektroteile wohl.
Die werden hier gebracht, aber da fehlen die Stahlplatten für. Und wie sieht es hier aus? Stahlplatten kommen aber auch durch hier. Und da werden aber auch keine reinsortiert, ne? Und da wird auch kein Stahl reinsortiert, auch schön, ne? Was sortiert er denn aus? Er macht das. Und da hinten macht das auch. Das finde ich ja doof, ne? Der sollte doch mal dann vielleicht das machen. So, jetzt ist das aus und jetzt nimmt da Stahlplatten. Und dann sollten da Stahlträger raus werden, ne? Wie viel braucht man denn Stahlträger, dass das klappt, ha? Dü, 4. Aber 5 wahrscheinlich für, ne? Kommt aber einer. Ja, genau so ist es. 5 Bleche bedeuten ein Stahlträger. Alles gut. So, und der ist dann da durchlaufend. Funktioniert also. Hier sitzt aber noch keiner drin? Nein. Jetzt muss er hier aber gleich vorbeikommen oder da. Oder es hat ihn irgendwo einer gecatcht. Der hat keine Aufgabe. Der braucht's nicht. Der braucht's auch nicht. Der braucht's auch nicht. Wer hat denn hier jetzt das Eisen geklaut? Oder habe ich es noch nicht gesehen? Nee, da ist er nicht drin. Kann auch sein, dass er den Weg hier lang gegangen ist. Da geht mit Kupfer weiter. Ich sehe nirgendwo das Eisen. Also den Stahlträger. Ah, jetzt sind schon welche drin. Was brauchen wir denn für die Eisenbahn? 30, okay. Noch 3. Wäre schön, wenn noch gerade 3 vorbeikommen, ne? Auf der linken Spur ist da einer. Ja, kommt gerade keiner. Drei Dinger. Forschung circa 70%, würde ich sagen. Ja. Es herrscht ein Mangel an Eisenplatten auch, ne, oder? Das heißt, der ist schon abgesetzt und die sind auch schon eingeschmolzen wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Da ist eine krumme Weiche. So, das ist hier alle. Das heißt, wir können hier zurückbauen. Weg damit alles, ne? So, dann können wir hier noch die eine Schiene mal hinlegen. Passt. Und eine gerade haben wir nicht mehr, nein. Gut, aber ist erstmal okay. Was machen unsere weiteren Stahlträger?
Keine mehr da, weil kein Eisen da. Super. Die Zahnräder, die da drauf sind, die sind dann halt nur so da, ne? So, kleinen Tacken noch runter. Oh oh. Jetzt ist gerade nicht ganz, aber geht. Einmal aussteigen, einmal Material holen. Wieder einlegen. Einmal bitte noch ein Stück vor, dann kriegen wir es heute auch. Was war da gerade? Strommangel war da gerade oder was war das? Okay, das passt. Einmal alles aufsammeln. Und dann kriegen wir danach einen Zug, oder wie ist das? Einmal das Band leerräumen hier. Gut. Enter und dann gucken wir, dass wir da reinfahren wieder. Okay. Gerade noch so, ne? Na, der Baum war im Weg. So, da sind wir. Kann man hier stehen lassen, ne? Einmal aussteigen, einmal rüber gehen, einmal Kiste aufrufen und reinlegen, ne? Kann man das auch mit? Also ich brauche nur einen Doppelklick machen, dann und Shift-Taste und Doppelklick, dann schmeißt er es automatisch darüber. Sehr schön. Gut, passiert schon wieder was. Heißt, es geht auch weiter. Aber es sind gerade keine Getränke da. Und was fehlt? Rot oder grün? Elektroteile, Elektroteile. Ah, ich weiß nicht, was da war. Hier waren die grünen. Da fehlt es jetzt an Fließbänder. Da soll es aber nicht dran hapern. Ja, rote weiß ich jetzt gar nicht. Rote laufen immer noch. Die grünen waren wieder das Problem, ne? Gut, okay. Sind wir schon eine Ecke weiter. Es wird auch schon einer geforscht. Da kommt eine grüne Flasche, dann geht es auch wieder voran. Da ist es. Wir hoffen, dass genug gleich läuft wieder. Also jetzt wird hier wieder ohne Ende Dingens, sag schon, Kupfer reingehauen. Dass dann wieder klappt, ne? Das haben wir mal dahingestellt. Wieso sind da keine mehr drin? Da gerade reingelegt. Naja. Läuft auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.